Hallo, willkommen zu einer neuen Folge Uncharted The Lost Legacy. Wir haben die alte verlassene Stadt natürlich innerhalb von ungefähr 5 Minuten gefunden und fahren jetzt mit dem Jeep durch. Weil warum denn nicht? Ich wollte nicht verlassen, sondern verschollen sagen. Verlassen ist sie aber auch. Jetzt nicht mehr, jetzt sind wir hier. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Stimmt, aber anders als dein Freund Asaf haben wir einen Vorteil. Die drei Symbole. Schauen wir mal auf die Karte. Okay, mal sehen. Wir sind ungefähr hier. Ich markiere es unterwegs. Sie markiert unterwegs, weil wir immer einen Pfeil haben. Aber können wir jetzt, ist das jetzt tatsächlich so ein bisschen so eine offene, ich verstehe. Kann ich die Fotos löschen, die ich nicht mehr brauche? Naja. Sieh dir mal den Turm an. Von da oben kann man sicher die Lage sondieren. Vielleicht. Ich finde das witzig. Die haben zwar eine Gangschaltung animiert, aber die ist viel zu langsam. Ich fahre rückwärts. Nee, warte mal. Gas geben. Und jetzt endet sie erst den Gang. Rückwärts fahren. Und jetzt endet sie erst den Gang. Ich halte nach Asaf Ausschau. Perfekt. Nicht, dass er mir große Sorgen machen würde. Sollte er aber. Wir werden ihn nicht noch einmal überraschen. Ich glaube, er hat nicht viel von dir erwartet. Moment. War das ein Kompliment? Ja, das klang wie ein Kompliment. Seine Männer sind Idioten, aber Asaf... Wir müssen uns auf jeden Fall von ihm verabschieden. Ich glaube, in meinem Auto ist ein kleiner Elefant. Habt ihr das gerade gehört? Wie bei Sendung mit der Maus. Den Reiz an Menschen wie Asaf habe ich noch nie verstanden. Ganz einfach. Er sucht sich schwache Männer und bietet ihnen Macht. Gibt ihnen eine Aufgabe. Aufgabe? Klingt für mich eher nach Verarsche. Wie bist du überhaupt an Asaf geraten? Was sollte das? Ich will lieber nicht drüber reden. Wo willst du hin? Wollen wir zusammen hochklettern? Ich würde gerne, aber jemand sollte nach Asafs Männern sehen. Gute Idee. Das stimmt, vielleicht geht sie nicht gut. Vielleicht brauchen die irgendwas. Hoch hinaus. Ich würde zwar behaupten, man könnte von hier oben besser Ausschau halten, aber ist schon okay. Warum beide abrutschen und sich das Genick brechen? Sie hat schon recht. Ich meine, wenn sie da unten ist, kann sie mich wenigstens auffangen, sollte ich stürzen. Ganz ruhig. Alles gut da oben? Soweit, so gut. Alles gut, soweit. Und schwing! Oh! Zum Glück. Ich finde es ja wirklich zum Glück. Es sieht zwar manchmal albern aus, aber zum Glück nehmen es die nicht so genau mit Schwung, Momentum, sondern das geht dann schon. Kriegt man schon den nötigen Turbo-Boost, den man braucht, außer wenn man einfach in die falsche Richtung sprengt, dann nicht. Warum fängst du mich nicht auf, Nadine? Ich dachte, deswegen bleibst du unten. Ich bin aber noch nicht sehr hoch. Naja. Wenigstens müssen wir nicht nochmal ganz von vorn anfangen. Oder war es sogar hier schon? Nur auf jeden Fall nicht weit von hier. Der Schwung war es, glaube ich, den ich vermasselt habe. Und dann auf einmal so bumm, Richtung wechseln und voll mit ganz viel Schwung in die andere Richtung katapultieren. Aus irgendeinem Grund. Wollen wir nicht zu der Tür da vielleicht? Doch. Ja. Ist geschafft. Da sind die drei Symbole. Das ging schneller, als ich dachte. Shivas Axt. Was haben wir hier? Direkt auf die Hoysala-Ruinen ausgerichtet. Es ist eine alte Festung. In den Berg gebaut. Ich markiere das einfach. Deine Axt. Mal sehen, was hinter der Bogentür ist. Noch eine alte Festung. Einfach mitten im Seebett. Ich zeichne dort einen Bogen auf die Karte. Okay, mach das. Dann haben wir noch einen Dreizack. Mal sehen, was hinter der Dreizacktür ist. Und noch eine Festung. Kurz hinter den Wasserfällen. Wer hätte das gedacht? Können wir nicht einfach zu allen Festungen gehen? Und zuletzt? Was das wohl ist? Eine Erinnerung für später.
Wieder den kleinen Schatzhunger zwischendurch. Moment mal, hier sind jetzt Türen offen, die ich vorher nicht geöffnet habe. Ist das ein Aufzug, der uns wieder runterbringt? Ach, tatsächlich, das war eher ein Scherz. Ich hätte vor dem Hochklettern den Knopf suchen sollen. Und jetzt ist hier eine Tür auf einmal offen. Die war vorher hier nicht offen. Ich schwöre. Nadine? Auto? Wo hat die denn geparkt? Wo ist die denn hin? War doch gerade noch... Hallo? Ich bin ich. Ich bin die. Was ist denn jetzt los? Ja, dann gehe ich halt zu Fuß. Also. Axt, Dreizack, Bogen und Fragezeichen. In die Richtung, wo ich jetzt gucke. Also ungefähr da so lang. Hallo. Nadine. Die wird schon kommen mit dem Auto, oder? Wenn ich jetzt einfach zu Fuß gehe. Ich hoffe, die machen das wie mit dem Boot bei der Pirateninsel aus dem vierten, aus dem Hauptteil. Quasi. Die ist verschwunden. Ich muss jetzt zu Fuß rumlaufen, oder wie? Na gut, so weit ist es zum Glück gar nicht. Ist gar nicht so riesig alles hier. Aber ungewöhnlich ist es schon. Ich frage mich, ob ich es nur nicht gesehen habe, oder... Hat er gerade gehupt, oder war das ein Vogel? Ich drehe schon komplett durch. Aber wo ist sie denn? Ich bin mir sicher, beim nächsten Quicktime-Event, beim nächsten Ladebereich ist sie wieder da mit Auto und allem drum und dran. So, da ist eine Brücke, die in die Festung führt. Hey, mich erinnert das so ein bisschen auch an Horizon. Gerade die Optik, die Landschaft. So ein bisschen. Horizon Zero Dawn. Mutant Year Zero. Oh, da drüben Soldaten. Hey, Libelli ist wieder da. Na schau, Libelli ist anscheinend... Ist Libelli die Markierung für einen Fotopunkt? Ist Libelli keine Schatzjägerin, sondern eine Fotojägerin? Jetzt verstehe ich dich, Libelli. Nach all den Jahren verstehe ich dich endlich wirklich. Jo. Dann rutschen wir mal runter und bringen alle um. Wie das halt so ist. Als Schatzjägerin. Schatzjägerin oder Diebin ist quasi ein Euphemismus für Massenmörderin eigentlich eher. Gerechtigkeit erfordert Geduld, mein Freund. Ups. Raketenwerfer. Holy Potato. Ich frage mich, ob ich die Tür einschießen kann und muss. Tatsächlich. Was haben wir jetzt hier? Keine Munition mehr haben wir. Waffen wechseln wäre jetzt gut. Ach, verdammt. Ich habe gerade rausgefunden, wie man sich das Auto anzeigen lassen kann. Das parkt wirklich noch da oben irgendwo. Aber jetzt ist es schon zu spät. Oh Gott. Wo ist denn da noch jemand mit Raketenwerfer? Sag mal, spinnt der ein bisschen? Das ist gefährlich. Okay, alles sauber. Außerdem sind wir alleine, weil ich das Auto samt Nadine vergessen habe. Von wegen, ich kann auch Auto fahren. Hat sie wohl ein bisschen übertrieben. Hey, fällt dir was an der Statue auf? Ja, und er zeigt auf diese Ruinen. Ich befürchte, schön, dass ich für was tauge. Ich befürchte, die sitzt im Auto. Aber wenigstens können wir die Untertitel lesen. Ja, sie zeigt auf den Turm, aber wie kommen wir jetzt dahin? Ist doch die Frage. Hier drin war zwar irgendwas, aber...
Ah ja, da drüben ist die Brücke. Die habe ich gesucht. Dann nehmen wir mal unseren Rocketto Launcher. Und ich hab durch Earth Defense Force viel Japanisch gelernt. Unter anderem Rocketto Launcher. Rifle. Oder so ähnlich. Aber schon so ähnlich. Die Elefantenbrücke. Ah, da hätte man überall mit dem Auto fahren können. Naja, ist gut für die Gesundheit. Ein bisschen Bewegung und so. Ah, mit so einer engen, nassen Jeans hier rumklettern. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ob das so gemütlich ist. Ich könnte mir da bessere Kleidung dafür vorstellen. Andererseits ist das halt auch ein bisschen insektensicher. So hohe Stiefel und eine lange Jeans in den... Ich hoffe, das ist eine Stretch-Jeans. Nein! Nein! Oh. Kann ich bitte zum Auto schnell reisen? Kann ich mich dahin teleportieren? Ah. Na gut. Ja, dann machen wir heute ein bisschen Wandertag. Ist auch okay. Ich hätte versucht, hier abzukürzen. Aber ich befürchte, wenn ich jetzt da runterfalle, dann sterben wir. Und vielleicht spawnen wir jetzt beim letzten Kampf, also beim letzten Mal, wo wir was gesammelt haben, aber samt Auto. Moment, wo sind wir? Ja, genau. Hey. Damit sollte es klappen. Sterben ist manchmal das Sinnvollste, was man machen kann. Schau da oben. Parashuramas Bogen. Passt zum Symbol im Turm. Also, Parashama. Parashurama. Parashurama. Okay. Wer war das gleich? Okay. Sechster Avatar des Gottes Vishnu und ein furchtloser Krieger. Okay. Ich versuche immer noch. Was sagt denn ihr zu dem Thema? Ich habe mich nämlich gefragt, weil in Uncharted 4 gibt's... Also, habe ich mich gefragt, gab es da übernatürliche Elemente? Weil in jedem Uncharted gab es bisher... Lass uns reingehen. Gab es bisher was Übernatürliches. Und jetzt ist die am weitest verbreitete Meinung... Eine Festung? Sieht nicht wie ein Tempel aus. Und jetzt ist die am weitest verbreitete Meinung, dass Uncharted 4 keine übernatürlichen Elemente hat. Und so wirkt es auch. Aber ich würde vielleicht argumentieren, dass das Gold verflucht war. Weil teilen nicht unsere Protagonisten das gleiche Schicksal wie die Piraten damals? Führt es nicht dazu, dass jeder den anderen verrät plötzlich? Raus aus dem Drecksloch. Ich habe befürchtet, der Boss sei ein Schwätzer. Pass auf, was du sagst. Sorry. Bald ist es egal. Sobald wir den Stoßzahn haben, werden ihm die Leute wie Schafe folgen. Ja, sogar die mächtige indische Armee wird zittern. Kann's kaum erwarten. Hey, wer ist da? Zeig ich dir nicht. Hey, spinnst du? Wird nicht der Endboss am Schluss, der letzte Kampfkerl, wird er nicht ein bisschen irre? Okay. Ist er nicht super irrational und bescheuert? Kann man nichts machen. Komm schon. Ich sag, dass das Gold verflucht war, dass das das übernatürliche Element aus Uncharted 4 ist. Der verfluchte Goldschatz ist ja auch so ein Schatzjäger-Abenteuerfilm-Klischee. Ihr wollt wirklich nicht, dass ich von hier unten schieße. Vor allem mit dem Raketenwerfer. Hallo. So. Ja, jetzt reicht's aber wirklich. Okay, alles in Ordnung. Mit dem Raketenwerfer im Nahkampf Leute verprügeln. Ein großer Laster da draußen. Ist irgendwie lustig. Finde ich irgendwie lustig. Ich wäre Asaf lieber einen Schritt voraus gewesen. Ist jetzt eben so. Außerdem zählt nur, wer es beendet, nicht wer anfängt. Was ist das? Ein Schrein? Glaube ich nicht. Da hängen keine Gottheiten rum. Suchen wir einen Weg nach oben. Engern schreien normalerweise immer Gottheiten, die irgendwie gerade rauchen und Kaffee trinken. Da geht man vorbei und dann sagen die Gottheiten so: Zap. Okay, Achtung und.
Hiya! Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Ah, hier hin. Was stand da gerade? Da war irgendeine Texteinblendung. Ich habe es nicht gelesen. Wird nicht so wichtig gewesen sein. Hab's auch ohne geschafft. Nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Hey, 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 hey. Was soll denn das? Was ist denn hier? Das ist eine komische Stelle. Nein, nein! Vielleicht hätte ich da gar nicht hingemusst. Aber Nadine ist mir hinterhergekommen. Jetzt bin ich verwirrt. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt bin ich erst recht verwirrt. Ach so, jetzt weiß ich's. Mir nach. Man könnte auch direkt vielleicht darüber springen. Oder auch nicht. Ragdoll. Ist lustig. Nicht so elegant wie die ersten beiden Male, aber funktioniert hat es trotzdem. So, und jetzt Spiel. Sagen wir mal, was ich jetzt hier tun soll. Also, ich springe jetzt darüber, ne? Das ist markiert, das steht vor. Das Spiel will, dass ich dahin soll. Aha. Danke. Ich sehe sie. Sie sehen uns nicht. Aufgepasst. Links von dir. Was zum? Oh, shit. Geh nur. Ob sie uns bemerkt haben? Oh oh. Sag mal, was bist denn du für ein robuster Heini? Ah, wo ist denn mein Revolver? Ich habe eine bessere Idee. Jetzt hast du ein Problem! Aufsehen! So. Super Schwing-Schießtechnik. Oh, Entschuldigung. Au, ah. Aha. Den schaffe ich mir im Nahkampf. Da bist du ja. Mein Gott, wie schlecht kann man zielen? Der ist ja fast so schlimm wie ich. Das ist jetzt sicher. Ja, ist es. Gehen wir weiter. Das Gehen wollte ich weiter. Gerade sagen. Mein Gott, unsere Figur ist echt so ein super krasser Kontrollfreak. Die geht mir auf die Nerven. Die muss immer total das Kommando haben. Und irgendwie hat sie ein Problem mit Nadine. Damit habe ich ein Problem. Ich mag Nadine. So nah und doch so fern. Irgendwie muss man es doch öffnen können. Ganz bestimmt. Wie eine Fata Morgana. Wird eher so ein bisschen Helge Schneider, ne? Helge Schneider singt. Und der IAV. Eine Schalldämpferpistole. Pfiu, pfiu. Wenn wir ab jetzt von der Wiese aus Leute wegsnipen. Irgendwie muss man das Tor öffnen, sagt sie. Und wahrscheinlich hat sie recht. Aber wie? Vielleicht von da oben. Oder? Ah, auch nicht. Ah! Ah, das ist keine Brücke. Bremsen. Puh, Gott sei Dank. Ich wäre beinahe reingefallen ins Loch. Irgendein Mechanismus. Na, was der wohl machen wird. Perfekt. Das sollte funktionieren.
So, Leute, dann machen wir jetzt für heute Schluss und morgen gehen wir durch das Tor zum Turm, zum ersten Punkt und dann schauen wir weiter. Macht's gut, bis dann. Ciao.